Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät.
Das wird nichts. Eine Energiezelle. Hat geklappt. Was ist über mir? Das dämpft den Fall. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Das sieht aus wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Kann mein Fokus hier etwas sehen?
Nicht gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Fascinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir? Was von mir? Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Die Konsole ist abgeschaltet. Was haben wir denn hier? Platte, die ich aufziehen könnte. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Fascinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns... Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir? Was von mir? Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei. Pizza, Rollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand...
wie du. Fast schon eine Heilige. Die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen. Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie ist sinnlos, religiös. Den Zugwerfer zu nehmen. Hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Ach, nach unten. Versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Da sind Daten von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen.
Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Far Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Ich überprüfe mal meine Datenpunkte. Also. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Leb wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Die Tür. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt.
Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben, um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Nicht festmachen. Thank you.
Okay, das war das überflutete Labyrinth. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Von der Kopplung löse, sollte der Arm runterkommen. Da finde ich keinen Halt. Sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Psst.
Informationen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her? Kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen? Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind, diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Wetter? Haben wir es? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta!
Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Plapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Ich wünschte, es würde nicht so enden. Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Dann zeig's mir! Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Da nicht halten. Oh, ich wünschte, das würde niemals enden. Aber alles hat einmal ein Ende, nicht wahr, Mäuschen? Die Beute gehört nicht. So, jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Das wird dir nicht helfen, Kleiner. Hast du das Gespür? Was hast du vor? Nicht da drauf! Schönheit ist vergänglich. Was rieche ich da? Ein Mäuschen? Schluss mit dem Quatsch! Kleine, gefällt mir. Der Prozessor fällt, wenn ich die Kopplung vom Draht schieße. Ich wollte schon so lange einen echten Kampf. Ah.
völlig ungeschützt gehalten. Ich muss alle abschießen. Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Nur noch eine. Aber auch alles Gute hat ein Nachhinein. Stimmt das nicht, Mäuschen? Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Weshalb dir den ganzen Spaß allein zu gönnen? Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Thank you.
Noch mehr Phantome. Ich bleibe lieber unentdeckt. Komme ich jetzt hier raus? Wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Perfekt. Das war... Shongo, ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam, immer langsam. Hey, alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? Zwei Tage.
Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja. Das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja. Einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle, ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm, maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später. Wie neu, und alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 liegen Feste unserer... Aber die Störung... Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied. Betete, dass der Zyklus von Neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja,
so in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es... Ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Jägerin. Pass auf, wo du hinkommst. Von Jäger zu Jäger. Giftige Pflanzen bedecken unsere Felder. Ich muss Wale und so in Rheinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber zuerst sollte ich mich etwas umschauen. Mal sehen, was hier zu finden ist. Selbst wenn die Landgötter auf unserer Seite...